Herzlich willkommen zu einem weiteren Snapshot-Video auf meinem Kanal. Letzte Woche kam kein Video, weil es gab einen Mini-Snapshot, der nichts Relevantes mitgebracht hat, was ein Video wert wäre. Und ja, ihr seht schon richtig, wir sind nicht in Minecraft. Wir sind in meinem Firefox. Weil Mojang hat angekündigt, ihre Logos überarbeiten zu wollen. Und da das hier ein Snapshot- bzw. Informationsvideo ist, na, zeige ich euch das jetzt. Für mehr Infos könnt ihr gerne bei Gaming Guides vorbeischauen. Hat ein perfektes Video dazu gemacht. Ja. Wie ihr hier schon wunderbar sehen könnt, hat Mojang das alte Java-Logo, das ist das hier oben, durch dieses neue hier ersetzt. Sieht ein bisschen cleaner aus. Wurde auch mal Zeit, dass manche Dinge updated wurden. Ansonsten wollen sie noch hier den Launcher updaten. Das hier ist jetzt dieser neue Launcher, den man aus dem Store laden kann, also aus dem Microsoft Store. Den mag ich allerdings nicht besonders. Ja, hier steht schon, das hier ist das alte Logo mit diesem hellen Gras und Creeper Face ist halt das neue Logo. Das gleiche gilt auch für den Legacy Launcher. Also mit Legacy Launcher ist der alte Launcher gemeint, den man auf Minecraft Net runterladen konnte, beziehungsweise immer noch kann. Dann haben wir hier das altbekannte Gras und der kriegt halt einen weißen Creeper Head. Warum man das nicht andersrum gemacht hat, verstehe ich nicht, aber gut. Mojang wird schon wissen, was sie machen. Das gleiche gilt dann übrigens auch für die Bedrock Edition. Allerdings sind wir hier noch auf der Java-Version. Ne? Also hier haben wir das alte Java Edition Logo. Das hier ist das neue Java Edition Logo für den Grasblock. Warum auch immer sie das geändert haben, I don't know. Dann haben wir hier die Snapshots. Da haben wir hier die Workbench. Und als nächstes kommt dann der Dirt Block. Also Erde steht als nächstes für Testversion, warum auch immer. Ich finde, die Workbench passt da schon ganz gut, weil ist noch in Arbeit. Ne? Dann haben wir das ähnlich mit der Bedrock Edition. Hier wurden die Logos auch überarbeitet, wie ihr hier sehen könnt. Alt, neu. Hier ebenfalls, das war das alte Logo für die Preview-Version. Das ist das neue Dirt-Logo. Und ja, dann sind wir hier wieder auf der Anfangspage. Und ja, dann würde ich sagen, skippen wir mal fix in Minecraft rein. So, auf der Java Edition jetzt angekommen im Title Screen. Es gibt nämlich eine neue, ein neues Titelbild. Ne? Wie ihr seht, hier ist das neue Java Logo und wir haben hier jetzt auch das Cherry Blossom Biome als Hintergrundbild hier fürs Hauptmenü. Es gibt allerdings noch eine neue Funktion, die im 13a Snapshot hinzugekommen ist. Das hier ist jetzt 14a, wie ihr hier links unten sehen könnt. Wenn man jetzt in den Optionen ins Grafik-Einstellungsmenü geht, dann kann man hier ja die GUI-Größe ändern. Na, die ist bei mir auf 5 eingestellt. Kann man jetzt tatsächlich auch, indem man Steuerung und Mausrad drückt. Na, also warum auch immer man dafür in dieses Menü muss, I don't know. Und was es sonst noch für Änderungen gibt, dann sehen wir uns gleich wieder. So, in der Snapshot-Welt angekommen. Erstmal, ja, Sonne, okay. Machen wir erstmal Time, Set, Day. So, und gut ist. Als nächstes erstmal die Version für die Ressourcenpakete wurde wieder geändert. Das ist jetzt 14. Und ja, ansonsten, was haben wir in dem Snapshot? Also, erstmal, wie ihr hier sehen könnt, nicht ganze Blöcke, also durchlässige Blöcke wie hier Teppich oder auch Wasser, blockieren jetzt nicht mehr hier diese, da sehen wir es hier, die Partikel, die werden jetzt nicht mehr blockiert durch Teppich und ähnlichem. Das heißt, man kann den Enchanter ein bisschen schöner machen. Praktisch soll wohl ein Bug gewesen sein, das war so nicht geplant, dass es blockiert wird, aber gut, dann ist es jetzt schöner. Ansonsten haben wir eigentlich nicht so viele Infos tatsächlich. Wir haben jetzt die Info, dass
die Skulk-Sensoren einen weniger großen Delay haben. Also die werden jetzt nicht mehr 2 Sekunden, sondern 1 Sekunde auf eine Rückmeldung warten. Die lösen hier die ganze Zeit aus, weil ich mich bewege. Und die haben einen 16-Block-Radius, also 16 Blöcke um diese Blöcke herum, können die Änderungen wahrnehmen. Ansonsten gibt es noch eine neue Funktion, die heißt Quick Play. Da muss man dann angeben, welche Welt man spielen will und wo die genau liegt. Etc. könnt ihr im Changelog nachlesen. Ja, es ist einfach dafür da, dass man schneller in seine Map kommt. Ansonsten, der gute alte Skulk-Streaker hier, der ist lautlos. Also diese Partikel hier kommen immer noch, die so aussehen, als ob er schreien würde, aber er schreit nicht mehr, also der Ton ist weg, wenn er gewaterlockt wird. Ansonsten gibt es eigentlich nicht wirklich neue Infos, beziehungsweise neue große Änderungen. Das heißt, das Update neigt sich so langsam dem Ende zu. Es ist allerdings noch offensichtlicher geworden, dass es einen neuen Raum im Wüstentempel gibt. Da soll jetzt öfter mal Quatsch, der Suspicious Sand zu finden sein, beziehungsweise er ist besser zu sehen und manchmal ist es auch eingestürzt, also viel einfacher zu finden. Und ja, ich hoffe, euch hat dieser kleine Snapshot gefallen. Wenn es nächste Woche wieder was Sinnvolles zu zeigen gibt, werdet ihr das natürlich am Montag im Snapshot Montag wieder erfahren. Und schaut doch gerne bei meinen anderen Videos vorbei. Sind hier rechts und links verlinkt. Und ich sag bis zum nächsten Snapshot und oder Video. Und ciao, Leute.